Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Charlemagne Premium. Hier ist wieder euer Chris und ich bin heute im Studio mit dem... Maggi, hi. Heute wollen wir euch ein bisschen was zur Übergangsphase oder Übergangszeit erzählen. Also ihr kennt ja mit Sicherheit das Gefühl, ihr wollt den Bart wachsen lassen und seid jetzt gerade irgendwie, habt die erste Woche hinter euch, habt schon einen ordentlichen 3 bis 5 bis 7 Tage Bart und jetzt wird er langsam länger und jetzt entwickeln die Haare ihr Eigenleben und jetzt fängt die schwierigste Zeit eures ganzen Bartlebens an. Da muss jeder von euch durch, je nachdem wie lange ihr euren Bart wachsen lassen wollt, und deswegen wollen wir euch heute ein paar Tipps an die Hand geben, wie ihr das vielleicht oder möglichst gut überstehen könnt, diese Zeit. Jo, also ich habe die Zeit ja schon hinter mir, Maggi, ne? Also mein Bart ist ja schon relativ lang, wobei da manchmal auch so, je nachdem mit dem Schnurrbart dauert es aber schon ein bisschen länger. Du bist ja gerade erst aus der gröbsten Phase raus, hast den Beard Bachelor gerade bestanden. Wie hast du das überlebt? Ist so dein erster Tipp, den du mir geben könntest? Ja, also nachdem meine Gefühle in meiner Bartpubertät natürlich überhand genommen haben, nein, Spaß beiseite, also es ist so, das Wachsen eines Bartes erfordert erstmal sehr, sehr viel Geduld. Zeit kommt von ganz alleine, die tickt mit jeder Sekunde von uns weg. Aber die Geduld dazu zu haben, diese Zeit auch zu überbrücken, um irgendwann so eine Schürze, sage ich mal, haben zu können, ja, das braucht ja Leidenschaft und Enthusiasmus. Und vor allem, wie gesagt, diese Geduld. Es gibt verschiedene Phasen eigentlich des Bartwuchses, wo ich sagen muss, das wirft einen zurück, einfach mal, wenn man selbst im Spiegel sieht und denkt sich, ey, das ist aber eine Katastrophe, komm, wir schneiden wieder alles ab. Im Endeffekt muss man diese Phasen überstehen und dann einfach abwarten und im Endeffekt legt sich das Ganze dann auch teilweise wirklich schon seit nach 3, 4, 5 Tagen, also ist meistens nicht eine ganze Woche und ja, wie gesagt, Geduld ist da das A und O, wenn man sich den Bart wachsen lässt. Der Rest ist tatsächlich Nebensache, finde ich. Ne? Man sollte vielleicht dann auch in gewissen Phasen eigentlich nicht so krass drüber nachdenken. Ne? Einfach wirklich sich in dem Punkt irgendwie ablenken, keine Ahnung, eine Runde um den Block laufen oder so und wirklich nicht drüber nachdenken, dass man gerade so einen Teppich im Gesicht hat und das Ergebnis ist nachher umso schöner oder so, sage ich mal, oder die Überraschung, wenn er dann halt wirklich so lang ist. Ne? Also denkt da gar nicht so groß drüber nach. Aber ne, wenn ihr jetzt gerade so denkt, okay, ja, ich sehe aber dann immer kacke aus, ich sehe ungepflegt aus, dagegen kann man was tun. Und zwar halt bestimmte Regionen des Bartes einfach regelmäßig trimmen. Und zwar geht es halt hier meistens um die Outlines. Ne? Also, dass man hier wirklich oben die Wangen schön sauber rasiert hat und den Hals, je nachdem, wie lang der Bart schon ist, den Hals sauber rasiert. Und natürlich die Gesamtfrisur, also oben das Haupthaar, sollte natürlich auch dann gepflegt werden. Dann seid ihr zufrieden und eure Umwelt natürlich auch. Also, die denken auch nicht, okay, Junge, was machst du denn da jetzt gerade? Ne? Bist du jetzt hier der Heckenpenner oder was? Also, da wirklich achtet drauf, dass ihr da regelmäßig zum Barber geht oder euch zumindest selber vielleicht die Konturen rasiert, dann sieht es wirklich sauber aus, egal was da gerade passiert, ne? Aber so könnt ihr dem entgegenwirken, dass ihr dann irgendwie, sage ich mal, wie der letzte Heckenpenner aussieht. Genau, die Barthaare, beziehungsweise generell die Haare wachsen halt ungleichmäßig und dem kann man entgegenwirken, indem man halt nachjustiert. Was mir noch aufgefallen ist in meiner Zeit, fällt mir gerade so aus dem Stegreif ein, gerade in dieser Anfangszeit, wo die Haare doch noch ein Stück weit kürzer sind, hat man ja an verschiedenen Stellen, besonders hier am Hals, im Winter war es ziemlich extrem, als ich einen Schal getragen habe, ja, Juckreiz liegt hauptsächlich daran, dass man halt kurze, eher stopplige, burstige Haare hat und die, ja, pieksen. Ganz einfach. Wie kann man dem entgegenwirken? Wie habe ich dem entgegengewirkt? Ich habe halt einfach häufiger eine Nassrasur im Bereich des Halses und hier dieser Outlines gemacht. Hier ist der Juckreiz jetzt eigentlich komplett zu vernachlässigen. Das sieht eigentlich nur, ja, nicht so schön aus, wenn da einzelne verirrte Haare rumschwirren. Unten am Hals ist es wirklich maßgeblich, das Ganze beizubehalten und nachzutrimmen, sodass man da nicht Gefahr läuft, ja, sich den ganzen Tag kratzen zu müssen. Hat gut geklappt, war eine von den Erfahrungswerten, die ich wirklich dort sammeln konnte und würde es jetzt halt nach der Erfahrung direkt so machen. Genau, ja, sehe ich genauso, war bei mir auch so. Ne? Und du hast das Thema gerade angesprochen, harte Barthaare. Wenn die gerade kurz sind, ne, dann sind die noch nicht so, sage ich mal, so flexibel wie längere Haare. Man kann die natürlich auch weicher machen oder dafür sorgen, dass das Haar weicher wird. Shampoo. Bestimmtes Shampoo mit einer Spülung benutzen, also spezielles Bartshampoo oder halt, sage ich mal eine Spülung draufpacken, ne, oder eine Kur auf die Haare, sodass die auch bei schon relativ, wenn die auch noch, wenn, sodass auch wenn die kurz sind, die Haare, auch schon halt mit einer Feuchtigkeit, mit einer Geschmeidigkeit versorgt werden. Und dann fällt das mit dem Juckreiz gar nicht mehr so auf. Also dann ist es auch gar nicht mehr so stark. Genau, spätestens dann, wenn die Haare halt wirklich ein Stück weit länger sind und gepflegt, halt eine andere Struktur haben, die halt nicht mehr so piekst. Ne? Genau. Dasselbe kriegt man auch mit Bartöl hin. Also ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die sagen, ich benutze das, also sie benutzen das Bartöl, weil es dem Juckreiz entgegenwirkt. Aber das liegt halt mit Sicherheit auch daran, dass das Haar da auch mit Feuchtigkeit versorgt wird, beziehungsweise dass dadurch geschmeidiger wird einfach. Ne? Also da würde ich auf jeden Fall
in der Übergangsphase, genau, also in dieser Zeit auf jeden Fall eine gute Bartpflege machen. Das genau. Auf jeden Fall. Unterstützend ist es natürlich auch so, dass die Haut erstmal ja anders behandelt wird als zum Beispiel Zeiten der Nassrasur. Ne? Die war sehr viel strapazierter, muss sich umstellen, das kann auch zu einem Juckreiz führen. Und Bartöl kann dann der Haut auch eine gewisse Feuchte wiedergeben, die beim Rasieren zum Beispiel damals nie vorhanden war. Die Haut ist vielleicht auch überfettet, ne? Sodass das Bartöl da vielleicht ja, diesen Wert wieder in die Waage schmeißt. Ja, ne? Genau, ja, ja, ganz genau. Das wären so meine Erfahrungswerte. Hast du noch irgendwas? Ja, einen Tipp hätte ich noch. Gerade in dieser Zeit, wo die Haare halt ihr Eigenleben entwickeln, ist es gut, die auch zu bändigen. Das heißt, die sozusagen zu erziehen und, sage ich mal, schon bei der Morgenroutine oder abends vorm Fernseher oder vorm Rechner oder egal, wo ihr seid, halt auch schon zu kämmen. Ja, also schon in die Richtung, gerade beim Schnurrbart ist es vielleicht so, natürlich nicht zu feste, aber ne, wenn die langsam länger werden und in alle möglichen Richtungen gucken, ne, bei dir hast du das mit Sicherheit auch gehabt, dann im Prinzip auch schon mal so ein bisschen in die Richtung kämmen. Ja, also das kann man da schon ganz gut in der Übergangsphase machen, dass die früh genug Bescheid wissen, die Haare, wo es lang gehen soll. Ne? Genau. Wer ist hier der Boss? Genau, das ist das, was ich jetzt so zu sagen habe. Ich denke, du auch. Ja, ne? Ich glaube, ein Fazit können wir uns an der Stelle erstmal ersparen. Das kann jeder nur für sich selbst ja, ziehen, wenn er dann den Bart wachsen lässt und diese Phasen auch mitgemacht hat. Und ansonsten können wir eigentlich an der Stelle nur erwähnen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns immer einen Kommentar hier, den Daumen nach oben nicht vergessen. Schreibt einfach, wenn ihr vielleicht Anregungen oder Fragen habt. Wir probieren euch da zu unterstützen. Und ansonsten war es das erstmal von unserer Seite. Und bis bald. Bleibt fertig.